Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war am Sonntag unterwegs zu einem Fotowalk und ich möchte euch jetzt mal das Video dazu zeigen mit den Bildern und alles Weitere machen wir dann danach. Also ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich dann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Fotowalk. Ich bin heute mal unterwegs in Neuss, wie immer, zum Grüne Märkten. Da gibt es dann halt Enten und Schwäne, hoffentlich. Die möchte ich heute mal ablichten. Und dann schauen wir mal, ob wir da was Vernünftiges finden. Ja, hier sind eine Menge Leute unterwegs. Deswegen sage ich jetzt mal nichts. Ja, das ist hier doch schon am frühen Morgen relativ viel los. Schauen wir mal. Kommen hier schon wieder Leute entgegen. Und es ist wirklich sehr kalt. Mal sehen. Ja, falls ich das hinbekomme. Ja, also da laufe ich jetzt im Moment. Wie ihr seht, ne, ist also doch relativ viel los. Schöner blauer Himmel. Das sieht zumindest schon mal gut aus. Bisschen Frost haben wir auch. So, mal gucken, ob das klappt. Natürlich nicht. Ich habe das mit der Technik hier noch nicht so richtig drauf. Nun komm jetzt. Ja, dreh dich bloß nicht um. Aha, geht doch. Irgendwie hängt der auch hier auf 7:30. Ja, so richtig ausgerichtet habe ich das Ding noch nicht. Warum vibriert der jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, man sollte schon seine Technik kennen. Das wäre von Vorteil. Naja, ich habe noch ein ganz schönes Stückchen vor mir. Deswegen sage ich mal, ich melde mich nachher nochmal. Und hier kann ich auch was fotografieren. Also bis gleich. So, jetzt bin ich am Punkt angekommen. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn das dann wieder funktioniert. Mit dem Umdrehen. Jawohl. Also das ist hier, wo ich hin wollte. Und da werde ich jetzt gleich mal versuchen, ein paar schöne Bilder zu bekommen. Ich werde euch dann, wenn ich zu Hause bin, auch zu den Daten alles erzählen, womit ich fotografiert habe und so weiter und so fort. Also von daher, ich mache jetzt mal ein paar Fotos und dann sehen wir uns dann später wieder. Bis dann. Ich denke mal, wir haben jetzt schon einiges an Bildern machen können. Schau mal, ob ich noch ein paar schöne Spots finden. Auch im Flug und so. Warum der immer vibriert hier? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch mache. Naja,
Ja, jetzt vibriert er schon wieder. Ja, das ist echt schon komisch. Das hört man bestimmt auch in der Aufnahme. Schauen wir mal. Oh, was haben wir hier noch? Ist ja auch. Ich denke mal, die Enten und sowas, die werdet ihr auch wohl hören. Die schnattern schon ganz schön. Ich werde hier einmal rumlaufen. Und dann schauen wir mal, was wir da alles so mit dem Kasten haben werden. Ja, Polfilter, ich muss mir da mal einen passenden kaufen, wegen den neuen Objektiven. Da passt natürlich jetzt einiges nicht mehr. Naja, schauen wir mal. Na gut, da kommt wieder jemand. Also, bis später. So, das soll es dann gewesen sein. Mache mich dann jetzt mal wieder auf den Rückweg. Werd mal schauen, ob ich noch ein paar Meisen fotografiert kriege. Ansonsten sage ich mal bis nachher zu Hause. Bye bye. Ja, wie ihr gesehen habt, war ich im Grüne Märken, habe da ein paar Bilder gemacht. Muss gestehen, also so ganz habe ich das mit der ganzen Technik noch nicht so drauf. Auch mit dem Schnittprogramm bin ich noch nicht wirklich so hundertprozentig glücklich. Aber ich lerne natürlich selber noch, also von daher nehmt da ein bisschen Rücksicht. Ja. Die Daten zu den Einstellungen und sowas habe ich bei den Bildern mit eingeblendet. Falls das jetzt zu schnell sein sollte, also gewesen sein sollte, spult einfach nochmal zurück und drückt da mal die Pause oder so. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ich die Bilder etwas länger laufen lassen soll oder nicht. Also das wäre natürlich sehr hilfreich für mich, um da halt natürlich besser zu werden und euch auch mehr Informationen geben kann. Ich würde sagen, ich kann noch mal eben gucken, auf jeden Fall waren das eine Menge Bilder. Ja, es waren 975, das waren jetzt natürlich nur 8 Stück. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch mal 2 Bilder zusammen hier in dem Video. Und damit soll es dann gewesen sein. Also gehen wir mal auf meinen Desktop. So, ich habe hier noch mal ein Bildchen rausgesucht. Ich denke, das können wir mal bearbeiten. Das sind halt die ganzen Schwäne und Gänse, die da im Landeanflug waren. Ne, wir haben hier also natürlich noch jede Menge andere. Ne? Auch hier, wo sie dann im Anflug waren. Und das ist alles mit dem 75-300 mm Mark II von Olympus gemacht worden. Also ich denke mal, dafür, dass es kein Pro-Objektiv ist, ist das schon gar nicht mal so schlecht. Ja, nehmen wir uns hier einfach mal dieses Bild hier, würde ich sagen, und gehen auf Entwickeln. Beginnen dann wieder mit den Grundeinstellungen. Erstmal machen wir uns hier den Weißabgleich ungefähr, obwohl das ist mir eigentlich zu warm. Bisschen gehen wir da noch runter, so ungefähr, und dann auf Automatik. Ja, dann kommt ja schon ein bisschen Dynamik ins Bild. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mit dem Kontrast ein bisschen höher und Dunst entfernen. Ja, so haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Dynamik in dem Bild. Ja, ansonsten, ja, ich würde sagen, Kontrast eventuell sogar noch ein bisschen mehr. Ja, dann Struktur und Klarheit werde ich hier natürlich wieder einpinseln. Und zwar hier auf die Vögel.
Ich mache es jetzt nicht so hundertprozentig genau. Ja, das Maskieren funktioniert leider auch nicht hundertprozentig, ja, wie ihr hier auch seht. Obwohl halt die Kantenerkennung an ist. Aber naja, müssen wir mit leben. Könnt ihr jetzt natürlich da den Pinsel immer verkleinern und sowas, wenn man da wirklich genau arbeiten will. Der hier dürfte noch ungefähr im Fokus sein. Der hier auch. Ja, hier die können wir noch mitnehmen. Oh, ich würde sagen, das genügt mir so. So, dann schauen wir mal. Die Alt-Taste gedrückt halten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir schwarz runtergehen können. Weiß. Also mal schon ein bisschen am Ausbrennen. Das genau an den Vogel. Ziehen wir das doch ein bisschen weiter runter. Ja, dann die Sättigung würde ich sagen, ein ganz klein bisschen rauf. Da darf man nicht übertreiben, sonst wird es halt zu unrealistisch. Dunst entfernen. Lass mal schauen, wie weit wir da gehen können. Ja, ungefähr so, würde ich sagen. Und dann schauen wir jetzt nochmal mit dem Weißabgleich, ob wir ins Warme gehen. Ja, ich würde sagen, so ungefähr können wir ruhig das lassen. Wie ich auch schon im Video sagte, ich habe leider keinen Poolfilter passenden, aber das ist alles auf dem Weg und ich denke dann in der nächsten Zeit werde ich da auch dann zumindest hier diese Leuchtdinger da in den, diese Spiegelungen in den Wasser und sowas entfernen können und dann natürlich auch ein bisschen Dynamik mit einbauen. Ja, doch, der ist eigentlich relativ scharf. Es passt eigentlich soweit. Rauschen werden wir jetzt gleich dann halt mit Topaz. Nee, die Noise. Nee, Topaz, die Noise Eye. Genauso heißt das. Dann natürlich noch rausnehmen. Wir werden hier die Schärfe auch noch ein bisschen weiter erhöhen. So auf 60 paar zerdrückte. So, dann schauen wir, dass die Vögel halt schön in die Schärfe reinkommen und der Rest, wenn möglich, nicht. Objektivkorrektur natürlich anmachen. Ja, Effekte, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob wir hier das Übliche machen, minus 20. Ja, doch, können wir ruhig machen. Das ist in Ordnung. So, allerdings müssen wir da jetzt noch mal in die Grundeinstellung und dann noch mal ins Schwarze. So, damit wir da nicht ganz absaufen, ne? Weil die wollen wir ja schon noch sichtbar haben. Ja, ich würde eigentlich sagen, soweit ist das Bild in Ordnung. Dann gehen wir mal bearbeiten in Topaz die neues AI, legen eine Kopie an. Ich hoffe, das funktioniert diesmal direkt, weil ab und zu habe ich mal, dass der mir ein leeres Bild anzeigt. Dauert jetzt einen Moment. Nee, funktioniert aber. Ja, also jetzt hier in der großen Ansicht sieht man dann natürlich auch das Rauschen. Schauen wir mal, ob der jetzt mit dem normalen. Ne, das gefällt mir noch nicht. Da gehen wir dann mal das Maximum. Ja, so ist das in Ordnung. Das dürfte dann im Bild jetzt gleich schon wieder besser aussehen. So, ein Bild macht man dann jetzt gleich noch.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens im nächsten Video. Aber schauen wir erstmal, was wir dann gleich noch mit reinnehmen. So, dann haben wir das Bild fertig. Wir zoomen mal rein. Es sieht, also man sieht immer noch ein bisschen Rauschen. Ja, aber es geht eigentlich. Und so kann man es auf jeden Fall vorzeigen, würde ich sagen. So, gehen wir mal in die Bibliothek zurück, machen da mal ein Sternchen rein, weil das ja halt schon bearbeitet ist. Und dann suchen wir uns mal ein weiteres Bild raus. Das sind ja auch da, wo die gelandet sind. Naja, genau. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Hatte ich den hier eigentlich? Ja, doch, das war der. Ja, den haben wir schon. Das war ja auch das Bearbeitete. Das sehe ich gerade. Ja, dann schauen wir mal, was wir da noch nehmen. Also, wie ihr seht, ich habe da. Ich arbeite immer mit ProCapture. Ja, deswegen entstehen da natürlich immer so viele Bilder. Na, ich würde sagen, den könnte man mal nehmen. Ja, was haben wir hier? ISO, oh, das ist ISO 6400 sogar. Das habe ich mittlerweile mal festgesetzt jetzt auf 6000, Quatsch, auf 5000. Weil 6400 ist dann doch schon ein bisschen zu viel. Die brauchen wir jetzt nicht. Das haben wir auch. Ich glaube, den habe ich auch genommen. Da haben wir ISO 2500. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir mal. Ja, also dann wieder das Übliche. Weißabgleich ziehen wir uns hier mal bei der Ente. Dann auf Automatik. Ja, das ist schon fast ein bisschen zu hell, wie ich finde. Würde ich auch sagen, nochmal die Lichter. Die müssen wir schon ganz runter machen. Dann das Weiß. Das muss auch noch ein bisschen weg. So können wir es, denke ich, mal lassen. Schneiden das mal zurecht auf 16 zu 9. Das ist ja so der Standard, den ich so zurzeit nutze, um halt ein bisschen verschwommen mitzunehmen. Setz mal den hier mal hier unten auf die Linie. Dann wieder die Struktur. Also nicht aufs Spiegelbild sollte man. Also nochmal Ctrl-Z. Das wollen wir da natürlich nicht drauf. Naja, so hundertprozentig ist es jetzt nicht. Egal. So, dann halt auch hier Kontrast und Dunst entfernen. Also damit spiele ich doch schon ganz gerne. Ja, da kommt dann schon eine richtig schöne Stimmung zur Geltung. Das sieht eigentlich schon ziemlich gut so aus. Zumindest finde ich. Dann die Gradationskurve. Ja, ich weiß, ich kriege das Wort irgendwie nie so richtig hin. Aber sei es drum. Dann auch Details. Also hier nochmal rausklicken. Dann nehmen wir uns mal den Kopf und das Auge. Also das mache ich jetzt doch wieder mit rein. Hatte ich ja in den vorherigen Videos gesagt, dass ich das nicht mehr nutze. Aber mir gefällt es dann von der Schärfe ja doch etwas besser so. So, Objektivkorrekturen auch wieder aktivieren. Und dann hier
minus 20, damit der Blick halt mehr auf die Ente gerichtet wird. Und damit wären wir eigentlich auch schon fertig. Schauen wir mal. Ja, gehen wir da auch noch mal in die Topaz rein. Die Topaz, ich laber so einen Unsinn. Die Noise. Und entfernen wir da auch das Rauschen noch mal. Man könnte hier noch ein bisschen was rausnehmen. Also es sieht zumindest wie ein Blatt oder irgend sowas da aus. Da oben. Ja, also können wir das schon mal lassen. Also ich sag mal, bis 2500 ISO ist eigentlich noch akzeptabel. 5000 geht auch noch, das wäre aber dann schon die Schmerzgrenze. Höher würde ich auf keinen Fall gehen. Ich werde hier jetzt einfach mal. Wieso ist das jetzt eigentlich hier in Schwarz-Weiß? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ach, ich bin hier auch in Effekte. Da wollte ich auch nicht hin. Und das weiß ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt nicht, weil das war vorher mal nicht schwarz-weiß. Weil so sieht man ja gar nicht, wo das ist. Aber da war das. Das nehmen wir mal raus. Schauen wir mal, ob wir es getroffen haben. Hammer. Und damit wäre dann halt das Bild fertig. Also können wir hier da auch das mal eben mit einem Stern versehen. Und dann wäre das fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr seht, ich kenne mich da auch noch nicht so hundertprozentig mit aus. Also muss dann noch weiter lernen. Aber ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was mitnehmen und hat euch Spaß gemacht. Ansonsten liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben oder nach unten, wie auch immer. Würde mich natürlich sehr freuen und natürlich auch Kommentare mit Hilfe, Tipps und was weiß ich was, Anregungen, schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Von daher, ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye bye.